Was geht ab in der Boxwelt im November? Gute Frage. Und noch besser, dass wir nun für euch auch die Antwort parat haben. Wir schauen also mit euch auf die spannendsten Kämpfe, die uns im November erwarten. Also, los geht's! Starten wir direkt am 2. November mit einem Kracherfight zwischen Canelo Alvarez und Sergey Kovalev. Den Kampf zwischen dem Pound-for-Pound-Superstar und dem Crusher aus Russland solltet ihr auf jeden Fall auf eurem Zettel haben. Dabei versucht Canelo, einen weiteren Gürtel zu seiner bisher doch schon recht ansehnlichen Sammlung hinzuzufügen. So geht es im MGM Grand in Las Vegas um den WBO-Titel im Halbschwergewicht. Zu sehen ist dieses Ringspektakel auf The Zone. Also, schaltet unbedingt rein. Am gleichen Tag treffen auch zwei bekannte deutsche Boxer in Koblenz aufeinander. In der CGM Arena heißt es dann auch am 2. November Leon Bunn vs. Enrico Kölling. Beim Duell der ehemaligen Stallkollegen geht es dazu noch um den IBF International Titel, den Bunn unbedingt verteidigen möchte. Kann Kölling, dessen Karriere ein wenig am Scheideweg steht, gegen den aufstrebenden Bunn brillieren? Oder behält Trainer Urgestein Uli Wegner mit seiner Einschätzung recht und Leon Bunn wird am Ende die Nase vorne haben? Was glaubt ihr? Weiter geht es dann am 7. November mit dem Finalfight der World Boxing Super Series im Bantam, bei dem Japans Monster Naoya Inoue auf den legendären philippinisch-amerikanischen Fighter Nonito Donaire trifft. Aber nicht nur die World Boxing Super Series Krone steht hier auf dem Spiel. Es geht ebenfalls um die WM-Titel der WBA und der IBF. Zusammengefasst? Zündstoff definitiv vorhanden. Zwei Tage später, am 9. November, findet die Universum-Box-Gala in der Kuppel in Hamburg statt, welche seit langer Zeit auch noch einmal wieder beim ZDF übertragen wird. Dabei sticht besonders der Hauptkampf heraus, der ein Ringspektakel verspricht. Artem Harantiunyan trifft auf den Russen Islam Dumanov. Wenn es in 10 Runden um den vakanten International-Titel der IBO im Halbweltergewicht geht. Insgesamt steht der Abend unter dem Motto »Ein Abend, ein Neuanfang«. Das Ziel von Universum ist es dabei, fairen und ehrlichen Boxsport zu präsentieren. Wer aber jetzt noch nicht genug von interessanten Titelkämpfen hat, der sollte jetzt auf keinen Fall abschalten, denn wir haben dann noch ein paar für euch. Wie zum Beispiel der Fight zwischen dem Europameister Dominik Bösel und dem Schweden Sven Fornling. Die beiden treten am 16. November im Rahmen der SES Boxgala gegeneinander an. Für Bösel geht es dabei natürlich auch um den IBO-Titel seines schwedischen Kontrahenten. Doch geht es nach SES-Promoter Ulf Steinfurt, steht sogar noch viel mehr auf dem Spiel. Der Gewinner wird im Box-Olymp sein. Für den Verlierer wird es schwer. Bei der am 23. November anstehenden Argon Boxgala in Berlin boxen Tyrone Zeuge und Jack Kulka jeweils um europäische Titel. Dabei wird Zeuge seinen EBU-Titel im Supermittelgewicht gegen Yusuf Kangel verteidigen. Und für Jack Kulkay geht es im Kampf gegen den Kölner Jama Saidi um die Europameisterschaft der WBO im Halbmittelgewicht. Alle Fans und Zuschauer können sich also auf ein absolut attraktives Programm freuen. Last but definitely not least haben wir ein weiteres Box-Highlight am Ende des Monats für euch parat. Ebenfalls am 23. November kommt es nämlich zum Rematch zwischen dem Bronze-Bomber Deontay Wilder und Luis Ortiz. Die beiden K.O.-Monster standen sich bereits gegenüber, mit dem besseren Ende für Wilder. Somit geht einer der spannendsten Schwergewichtskämpfe der letzten Jahre in die nächste Runde. Ortiz hatte Wilder am Rande einer Niederlage. Was meint ihr? Stolpert der Bronze-Bomber im letzten Test vor dem spektakulären Rückkampf gegen Tyson Fury? Somit ist der November absolut vollgepackt mit Box-Action. Solltet ihr trotzdem noch Langeweile haben, ja, dann wissen wir eigentlich auch nicht mehr weiter. Genießt also den Box-November und schreibt uns gerne, auf welchen der Fights ihr euch am meisten freut.